liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Vlog heute auf meinem Kanal. Heute habe ich mir wieder was Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich euch daraus auf Instagram gefragt, ob ihr mir ein paar Tricks callen könnt. Auf Deutsch gesagt, machen wir heute ein kleines Instagram Calling the Shots. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, sondern gib mir die Tricks. By the way, liebe Zuschauer, bevor das Video losgeht, hier ist mein Merch. Gönnt ihn euch. Wie gesagt, der ist ab jetzt reduziert. Für immer wahrscheinlich. Gönnt ihn euch. Qualität geht einigermaßen klar. Ich habe den jetzt schon so oft gewaschen, das T-Shirt, weil ich jedes Video, was ich mache, mache ich mit dem T-Shirt. Also ich habe nicht nur ein T-Shirt, ich habe mehrere T-Shirts, aber trotzdem, die Qualität ist richtig schön. Es gibt natürlich auch Pullover. Link dazu ist auf alle Fälle in der Videobeschreibung, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Und zwar fangen wir an, hat einer ein Air2Bar kommentiert, er meint wahrscheinlich Barspin Air. Ich würde sagen, wir machen den einfach mal. So, der nächste Trick, der mir kommentiert wurde, ist ein Barspin, Fakie to Barspin. Ob ich den schaffen werde, weiß ich nicht. Also ich habe die Kombo noch nie gestanden, weil ich dieses Abspringen nach hinten hin und Barspin mache. Ich hasse das. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Aber für euch da draußen probiere ich natürlich. Let's go. Heftiges Ding. Pass auf, wahrscheinlich habe ich die Fails mit reingeschnitten. Ich habe 2-3 Fails gehabt, gleich gemacht. By the way, wenn ihr denkt, ich halte meinen Lenker komisch, haben wir gestern die Foto aufgerufen, das tut übelst weh. Kann nichts mehr anfassen. Alter, fett, nächster Trick, geil. Der nächste Trick, der mal kommentiert wurde, ist ein Tailwhip Air. Wie gesagt, ich mag den Trick immer noch nicht, aber für euch da draußen mache ich es natürlich genauso wie Barspin, Peggy Barspin. Let's go. Oh, Alter. Auf 3, wie man merkt, also ich finde das geiler, wenn ich lande und so mit runter gehe, aber jetzt, der war gerade verdammt sauber. Nächster Trick. Bei dem nächsten Trick würde ich sagen, nehmen wir lieber nicht den Namen, wer es geschrieben hat, und zwar, sagen es einfach nicht, und zwar ist es ein Table Whip to Bar Spin. Der meint bestimmt Table Whip to Bar Spin, das ist auch körperlich unmöglich für mich, also wenn ich den überhaupt irgendwann stehen werde. Ich würde sagen, wir machen einen Table Whip drauf und einen Bar Spin da rein. So als kleine Rechtfertigung. Trotzdem danke für den Trick, aber Rechtschreibung musst du ein bisschen üben. Ah, Mann. Bei dem nächsten Trick wisst ihr zwar nicht so richtig, was der Mensch, also der Instagram-Nutzer, was er genau meint, was er geschrieben hat. Boah, Alter, ich kann nicht mehr, ich bin zu kaputt. Nochmal neu. Bei dem nächsten Trick weiß ich nicht so ganz, ob der Instagram-Nutzer ganz weiß, was er geschrieben hat. Auf alle Fälle. Ich meine, Free60XAP einfach nur. Also, er hat irgendwas für den Free60XAP geschrieben. Ich weiß nicht ganz, was er meint. Free60XAP, wir sind quitt. Let's go. War zwar nicht das sauberste, aber okay, das wird zählen. Liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir heben uns noch ein paar Tricks fürs nächste Video auf, aber einen mache ich noch, den ich unbedingt schon immer stehen wollte. Das ist ein Free60 Tailwhip, also 360 Grad und Tailwhip, kurzer Beweis. Füllen wir auf meine Arme ran. Sieht man das, wie ich schwitze? Alter, mir ist wirklich unnormal warm, mir tropft der Schweiß. Wie viel Grad haben wir es denn? Ich glaube, wir haben es an die 30 Grad, easy. Und wir sind ja schon abends da. Warte, wie spät haben wir es denn? Wir sind jetzt hier schon 19 Uhr da und filmen eher jetzt, weil es samstags zu warm ist. Ich würde sagen, ich heule nicht weiter rum. Wir machen einen Free60 Tailwhip. Ich schneide alle Fails mit rein, let's go. Junge, der war zwar richtig hart getappt, aber den kann man ziehen lassen. Ich probiere nochmal, aber ohne Spaß, ich krieg sie mal hin rein zu droppen. Meine ganze Kraft ist weg. Ich probiere weiter. Millimeter. Ey, das ist verdammt knapp, jetzt mal ohne Spaß. Ich raste aus! Millimeter! Ey, ich steh drauf! Ich steh drauf! Ich kann nicht mehr. Müssen wir machen. Glaubt immer an euch selbst, Mann. Nee, so ein Motivationsspruch muss jetzt noch kommen. Jawohl! Ja! Das gibt es nicht! Der Kameramann verkackt zu filmen. Wir filmen es nochmal. Und ich hab's First Try drauf nochmal. Liebe Zuschauer,
das war's vom Video. Abonniert meinen Kanal, um weiter kranken Scheiß nicht mehr zu verpassen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da. 300 Likes schaffen wir easy. Schaut euch meine How2BMX-Folgen an. Falls ihr irgendwann mal ein 360-Tail stehen wollt, kann ich mehr. Ich kann gerne Liegestütz probieren, wie ich es immer in meinen Videos sage. Aber da wird nichts mehr drin sein. Abonniert mich, um weiterhin keinen kranken Scheiß mehr zu verpassen. Leute, das war's vom Video. Peace, danke fürs Anschauen.